Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt müsste doch eigentlich die Zeit der Aufklärung und der Aufarbeitung sein. Diese Aufklärung wird zu Recht von der Öffentlichkeit erwartet, und es ist doch eigentlich insbesondere die Aufgabe des Parlaments, diese Aufklärung ehrlich voranzutreiben. Aber ehrlich gesagt, von diesem Aufklärungsinteresse ist bei Ihnen wenig zu erkennen. Und Herr Stamm, Ihre Vorwürfe machen mich da echt fassungslos. Ich frage mich, was haben Sie eigentlich für ein Rechtsstaatsverständnis, wenn Sie sagen, die Behörden hätten ihn einfach mal in Abschiebungshaft nehmen müssen? Die Behörden können doch nicht willkürlich Haft anordnen, wenn sie berechtigterweise, insbesondere mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, davon ausgehen müssen, dass sie von keinem Haftrichter genehmigt wird, geschweige denn von einem Gericht Bestand hat. Und da finde ich Ihre Aussagen wirklich ungeheuerlich. Wer wirklich Aufklärung will, der muss dann auch diese Frage stellen: Warum hat eigentlich der Generalbundesanwalt das Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin abgegeben? Lag es an fehlender personeller Ausstattung bei Generalstaatsanwaltschaft und BKA? Warum haben die Verfassungsschutzämter von Berlin und vom Bund Amri nicht beobachtet, zu dem Zeitpunkt, als es die Polizei nicht mehr durfte? Der Verfassungsschutz, der eine Vorfeldbeobachtung aber machen darf, es offensichtlich in Berlin und im Bund nicht getan hat. Stimmt es, das geht aus der Chronologie des Bundesinnenministeriums ja hervor, stimmt es, dass der ehemalige CDU-Innenminister Henkel die Polizei offenbar so schlecht ausgestattet hat, dass Amri von den Behörden nicht observiert werden konnte? Ich finde, das sind doch Fragen. Und da wäre es schön, wenn ein Herr Laschet nicht nur hier im Landtag Aufklärung fordern würde, sondern wenn Ihre Kollegen im Bund und in Berlin genau diese Fragen stellen würden. Das wäre dann echte Aufklärung seitens der CDU. Das findet aber nicht statt. Und Ihnen, Herr Laschet, aber auch Herrn Stamp, geht es doch jetzt eigentlich nur darum, den Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen für verantwortlich zu erklären, bevor überhaupt irgendwelche Fehler geklärt sind. Und Sie widersprechen sich doch auch selbst. Wenn Sie sagen, man hätte die Gesetze doch einfach nur anwenden müssen, dann frage ich mich, warum Sie jetzt die Gesetze ändern wollen. Das ist doch ein Widerspruch. Das ist doch ein Widerspruch, der deutlich macht, dass es Ihnen nur um eine einzige Sache geht. Sie wollen endlich mal wieder Ihre innenpolitische Weihnachtswunschliste der Gesetzesverschärfung hier auf den Tisch legen, egal ob die Forderung, die Sie erheben, etwas mit dem Thema Terrorismusbekämpfung zu tun hat oder nicht. Ob Videobeobachtung, Schleierfahndung, sichere Herkunftsländer, Unterbindungsgewahrsam, das sind doch alles Forderungen, die mit diesem Thema überhaupt gar nichts zu tun haben. Und Herr Laschet hat sie ja gerade noch mal aufgelistet. Videobeobachtung. Wie bitte schön soll denn eine Kamera, eine Videokamera auf einem öffentlichen Platz einen Anschlag verhindern? Das ist reine Symbolpolitik, was Sie hier betreiben. Das Thema Schleierfahndung. Das Thema Schleierfahndung, ein völlig ineffektives Mittel, das hohe Personalkapazitäten bei der Polizei bindet, aber völlig unverhältnismäßig ist im Vergleich zu dem Erfolg, der zu erwarten wäre. Und was Sie in Ihrem Antrag schreiben, Sie sagen ja, Schleierfahndung würde einen hohen Fahndungsdruck auf die islamistische Szene ausüben. Das ist völliger Blödsinn. Statt ineffektive und breit angelegte Kontrollen zu machen, brauchen wir doch eine zielgerichtete Fokussierung auf die Gefährder, auf die Personen, die gefährlich sind, und nicht eine Kontrolle der gesamten Bevölkerung. Das wäre wirksam. Das wäre eine wirksame Forderung, die wir aufstellen. Das Thema Abfrage von Kontodaten, von Bankdaten, das Thema Fußfessel. Es stimmt einfach nicht, Herr Laschet, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, dass diese Regelungen in anderen Landespolizeigesetzen schon längst drinstehen würden. Weder die Abfrage von Konto- und Bankdaten steht in den Landespolizeigesetzen, das ist bisher Kompetenz der Verfassungsschutzämter und natürlich im Bereich des Strafrechts, aber nicht im Bereich des Gefahrenabwehrrechts. Und die Fußfessel steht auch in keinem Landespolizeigesetz. Und das ist doch dann, das sind doch dann die alternativen Fakten eines Herrn Laschets, aber nicht das, was wir wirklich auf dem Tisch liegen haben, nicht die Realität. Frau Kollegin Schäfer, Ihre Zeit ist zu Ende. Redezeit ist zu Ende. Das ist sehr schade, weil ich gerne noch was zu den Konsequenzen gesagt hätte. Wir listen sie in unserem Entschließungsantrag ja auf. Da die Landesregierung sehr lange gesprochen hat. Ja, aber wir haben jetzt Stopp mehr hier. Wir haben jetzt schon eine Überziehung von ca. 20 Sekunden. Ich würde bitten, dass Sie zum Schluss kommen, ja? Das kann dann ja vielleicht noch mal an anderer Stelle geklärt werden. Ich sage noch mal meinen letzten Satz.
Wir haben uns hingesetzt, wir haben uns überlegt, was sind denn Konsequenzen aus Amri, die wirklich Erfolg haben. Diese stehen in unserem Entschließungsantrag. Wir müssen Gefährder in den Blick nehmen. Wir brauchen eine einheitliche Definition des Gefährderbegriffes. Wir müssen über das Thema Fußfessel reden. Wir müssen über das Thema Abschiebungshaft reden. Das legen wir vor. In wenigen Wochen wird es ein Handlungskonzept gegen Salafismus geben von der Landesregierung. Das sind unsere Antworten, die wirklich wirksam sind, die effektiv sind. Und ich würde mich freuen, wenn diese Debatte in diese Richtung gehen würde. Herzlichen Dank. Thank you.